Okay. When you fall below 10% health, you cast a force wave across the enemies? Krass, wenn man unter 10% Gesundheit fällt, macht man so ein AE und Gegner fliegen dann weg. Nur dreimal am Tag, okay. Hallo. Meine Nachbarin. So, was haben wir hier noch? Jetzt klingelt auch mein Handy. Hier ist ja was los. Zum ersten Mal hat eine Nachbarin hergeguckt. Ich konnte mal Hallo sagen. Es geht los. Was ist denn los? Was geht denn? Dann muss ich mal kurz checken. Ah. Okay. Eine Freundin von mir. Chen haut ab, alles klar. Dann danke fürs dabei gewesen sein, wie immer, ne? Jetzt bin ich wieder bei Zoe. Ups. Ups. Nein. Und die Waffen? Wow. Der hat schon Zwergenschwerter, aber selbst das ist schlechter als mein Fallmeerschwert? Seltsam. Gegner mit mehr Magicka kriegen extra Magieschaden. Okay. Das ist gut, um Magier Platz zu machen, die eine Menge Mana haben, ne? Und ich habe nicht so viel. Das ist cool. Zaubern kannte ich noch gar nicht. Stamina-Schaden, ja. Okay. Ah, die Waffen sehen endlich wieder normal aus. Die leuchten jetzt nicht mehr alle so krass. Und der Effekt sieht doch viel, viel besser aus, fällt mir gerade mal nebenbei auf. Damn, ist der Effekt nice. Was spielst du nächsten Retro-Montag? Also morgen, heißt das. Morgen spiele ich Walking Dead erstmal. Weil das habe ich angefangen und ansonsten läuft ja meine Abstimmung immer noch. Ich kann sie nochmal reinposten. Ist immer noch der am Start. Läuft immer noch. Ja, ansonsten hast du nichts, worauf ich jetzt super scharf bin oder so. Außer natürlich 1000 solche tollen Eisensteile und so weiter, aber das Geld kann ich doch besser für anderes ausgeben. Ja, sehe ich genauso, mein Freund. Sehe ich genauso. So. Na dann, wollen wir uns doch mal ein bisschen in Weißlauf umsehen, oder? Jetzt, wo wir unterwegs sind. Kann ich einfach drin rumgucken? Sieht so aus. Tja. Weiß ich noch nicht, Coco. Muss ich mal gucken, welcher ich mich anschließe. Mal sehen. Damn, those Grey Manes to Oblivion. They wanna back the Stormcloaks. They'll get what's coming to them. Du gehörst also zu den Imperialen. Erkennt man auch. Mit dem Haarschnitt sowieso kein Wunder. Grey Mane or Battleborn? Grey Mane, oder? Nein, er heißt Battleborn, natürlich. Then I say, well met, friend. I can tell you were a sharp one the moment I laid eyes on you. Dein Name steht da. Daran liegt's, mein Freund. More bad blood between the houses. Freya is convinced our family is somehow at fault for the loss of their son. There's no reasoning with these people anymore. Das sagen alle. Immer diese Seiten, die sich nie einigen können. Furchtbar. Come to chat with an old woman, Do your good deed for the day. Ziemlich fitte Figur für eine alte Frau, oder? Have you met Maven in Riften? Lassen wir das Thema. Sieht ein bisschen sexy aus für eine alte Frau, ne? Er sieht cool aus. Well met, traveler. What brings you to White Rust? Darf ich dir ein Spiel vorschlagen? Es heißt Stranded Kids und du kannst auf dem VBA zocken. Danke für den Vorschlag, aber ich habe erstmal eine Abstimmung am Laufen und genug Games, die ich zocken will. Von daher ist das, denke ich, hoffentlich mal verständlich. I'm here to help in any way I can. Truly? Yeah. By sure, this city could use more like you. Das ist mein Wesen. Best head up to Dragon's Reach then and see the Jarl. He's Lord of Whiterun and can set you on the path. He can set me on the path, sehr schön. Ain't sure if they're taking on new members, but you should talk to the companions. They're over in their hall, Jorbasker. If by work, you mean testing your steel in bloody battle. Was sonst? Natürlich. May your sword be sharp, and your tongue sharper. Your thank you. Let me know. If you see anything you like. Sieh gut. Don't mean to be rude, but I'm too busy to talk right now. Na dann verzieh dich. Er ist zu beschäftigt? Oh, ja, ja, er ist enorm beschäftigt, der arme Mensch. Everything's for sale, my friend. Everything. If I had a sister, I'd sell her in a second.
Das ist ein Mann, mit dem kann ich Geschäfte machen. I'd even buy one of your relatives if you're looking to sell. Ich hätte ein paar. Yeah, that's a little joke. Schade. Die Stimmen sind so viel besser, wie ihr das rüberbringt, so viel geiler. Ach, schade, Megatron. Na dann, bis zum nächsten Mal, ne? Danke fürs dabei gewesen sein. Langweiler, ich habe die jetzt doch gerade eben erst gepostet. What the fuck? Ich bin verwirrt. Aber da ist er ja. Isn't it obvious? By the wonderful weather and hospitable people, not to mention my great fondness for dragons and petty political power struggles. Ah, but without a doubt, the most compelling feature of this frozen wasteland is the volley of inane questions leveled at me on a regular basis. Upsala. Entschuldigung. Wie ist das Geschäft? Interesting, to say the least. But with all that's been going on. On the one hand, supplies are harder to come by since fewer traders are traveling the roads these days. Macht Sinn. But on the other, the scarcity of supplies has led to some, well, elevated prices. Ah. Los ist halt. All that matters is that I have what you need. Wer war das? Saman Yasin. Hey, willkommen im Team. Sehr schön, freut mich. Skyrim sorgt immer für ein paar neue Followers. Freut mich mega. So. Take a look. Oh Mann, Faye. Du hast gerade so Glück, dass die Jungs anscheinend gerade unaufmerksam sind. Aber dass du echt schreibst, den Mund auswaschen, damit lädst du die Männer nur zu sehr schmutzigen Kommentaren ein. Mich natürlich nicht, ich würde auf sowas nicht kommen, nie im Leben. Ich bin ein anständiger Mann. Ich konnte das nicht sagen, ohne zu lachen, Entschuldigung. So, ich habe noch ein paar mehr Sachen, die ich verticken kann. Genau, den Stab vor allem, jao. Den nimm mal, das Gold kann ich gebrauchen. Die Axt behalte ich erstmal, auch wenn sie mega viel wiegt. Meh, ich brauche mal ein Haus, irgendwann. Das Pfeilmann, den kannst du auch haben, das will ich noch ausprobieren. Warum trage ich den Ring eigentlich nicht? Habe ich ihn außerdem abgelegt? Hilfe! Muss ich mal anziehen. Die Ringe erstmal verkaufen. Später kann ich immer noch verzaubern. Ich habe eh noch nichts, um Verzauberung zu lernen, was ich gerade hätte machen können. Ich könnte natürlich den hier zum Beispiel auch kaputt machen später und so weiter, um daraus zu lernen. Aber später. Alex von mir ist so etwas gewöhnt, daher langweilig. Oh. Ja, Pokémon werde ich irgendwann wahrscheinlich auch mal zocken. Aber erstmal bin ich da nicht ganz so scharf drauf. Verdammt, ist das viel wert. Hier, nimm. Warum ich das auch immer mit mir rumtrage? Glas. Ich habe Glasstücken bei mir. 10 Stück? Was jeweils 15 wert ist? Nimm. Ich kaufe gerade. Oh, ich Idiot. Schon gewundert, warum ich da so komische Sachen im Inventar habe. Ach, ich muss da besser aufpassen. Jau. Jau, die kaufe ich. Leere Gems. Boah, sind die teuer. 31. 76, okay. Aber Speech erhöht sich langsam auch mal endlich. Was hast du noch? Spelltome. Bound Sword. Nee. Obwohl es interessant wäre. Nee. Droven Zück. Moin. Beggar Prince. Der Battle Prince. Nee. Minor Healing nehme ich. Verkaufst du irgendwas super Tolles? Novizenrobo of Restoration. Also, dieses Denglisch ist leider immer noch in meinem Spielstand vorhanden. Kann man nicht ändern. Silver Emerald Necklace of Gold. Ich krieg pro Tag 10 Gold? Was ist das für eine filmische Verzauberung? Witzig. Coole Idee irgendwie. Nee. Okay, schade. Aber jetzt ist mein Inventar schon mal deutlich leerer. Und ich will die Furhood mal ausprobieren. Das ersetzt nicht den Schild. Ha. Da muss ich den Helm zeigen. Das passt leider überhaupt nicht zur Rüstung. Oder? Es passt optisch nicht zur Rüstung, aber sie backt nicht so rum. Das ist ja schon mal was. Ich finde ehrlich gesagt, die finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Oh, ich habe 2 von den Helmen. Da
Dann sollte ich mal einen doch verkaufen. Nur, ich glaube, die Augenklappe kann ich doch weglassen. Und dann schimmert die wieder, weil sie mag. Was ist denn das? Jetzt schimmert sie auch wieder, hä? Schimmert die bloß im Inventar nicht? Moment. Ich verstehe noch nicht, warum manches schimmert und warum manches nicht. Ich glaube, da habe ich mal was gelesen, da muss ich mal noch was machen. Das kriegen wir auch noch weg. Wo sind die Haare? Oh, da drunter natürlich. Obwohl, ja, ach so, gerade eben war sie kurz glatzköpfig, warum auch immer, ich habe keine Ahnung. genau, ich wollte noch den einen Helm noch verticken. Einen davon, genau. Habe ich den Helm jetzt doch abgelegt? Ah, es ist doch ein Ersatz dafür, okay. Dann... Nee. Dann doch lieber so. Dann verticke ich doch dieses Fur-Ding. Ich dachte, das wäre ein Ersatz für die... Unabhängig vom Helm. Manchmal gibt es ja so andere Plätze. Schade. Hätte ja sein können. So. Biografie der Wolfkönigin. Nochmal Sprache erhöht. Level up? Level up, Leute. Warte, ich höre das Geräusch hören. Noch nicht ganz? Mist. Eh, zu spät. Egal. Wartet, ich mach mal den alten Trick. Ich will ein bisschen... es hat leider nicht ganz gereicht fürs Level-Up. Schade. So. Mensch, Alex, dein Stream ist entspannt. Ey, ich kann nebenbei einfach faulenzen. Schön Langeweiler, das will ich doch hören. Was machst du denn bei anderen Streams? Gott, von hinten sieht der voll anders aus mit dem Pferdeschwanz. Der ist mir gar nicht aufgefallen. What can I do for you? Guck, von vorne sieht der so anders aus. Man sieht das gar nicht. Voll nicht gesehen. Ja, passiert. Nein. Da wollte ich ran, genau. Yes. Schneller aufmachen. Sehr gut. 114 Gold, nice. Und Gold kann ich benutzen, wie ich will. Zwei Gold. Ich muss mich definitiv der Diebesgilde dringend, ganz dringend anschließen. Ich muss solche Sachen verkaufen können. Gestohlene Sachen. Ach, schade, King. Alles klar. Schönen Abend noch. Mach's gut. Genau, bis Mittwoch? Okay. Sonst bis Montag, hätte ich gesagt. Also bis morgen. Naja, bis dann. Bei anderen Streams einschlafen, weil die Leute den Chat nicht lesen. Tja, es gibt faule Menschen da draußen. All I can think about is those back before. They're in with the Imperials. Boah, weißt du, dass dein Sohn noch lebt? I just know it. I can feel it in my heart. Oh, die Ärmste. You have to believe me. Please visit me at my home. I can tell you the whole story. Okay, okay. Missing in action. Ja, da kümmern wir uns doch gerne drum. Zum Glück hat die ein zünftiges Kleid an, die alte Frau. Wenigstens eine Person hier. Ja, wir reden später mit der alten Dame. Come on in. We got warm food, warm drinks and warm beds. Wie gut die Rüstung aussieht mit der Mod, oder? Sagt, was ihr wollt. Sieht toll aus. Oh, so schön nachmodelliert. Texturen sind so klasse. Ach. Ja, ich weiß, Sam. Oh mein Gott, das ist eine Bardame. Das Outfit brauche ich, King, oder? Ach, King ist ja weg. Schade. Kaum ist King weg, finde ich das beste Outfit. I enjoy this work well enough, but I'm ready to retire. I've been thinking of selling the inn to Isolde. Anyway, what do you need? Nicht mein Problem. Hast du irgendwelche hier? I assume you saw the Gildergreen? Big tree all ja, mit dem Baum, die Quest, genau. The Wind District. It's part of the Temple of Kinnereth. People want Danica to do something about it, but I don't know what they expect. Oh nein, der Gildengrünbaum oder wie der heißt auf Englisch. Auf Deutsch meine ich. Noch mehr Gerüchte? People say there is someone in Riften that can change your face. Make you look completely different. Do you believe that? Nein. Es gibt einen Gesichtsskulptur? Das ist aber neu, oder? Das war doch früher nicht. The Companions? In Yorvasker? They're recruiting new members from what I hear. Dankeschön. Was verkaufst du denn so? Food for the hungry. Schwachsinn. Okay.
Dankeschön. Das, Jon, du bist einer, den ich anheuern kann, ne? Nee. Du bist ein Barde. Oh, holy shit, das ist das Outfit, wonach Ken King gesucht hat. Das ist das Outfit. Oh ja. Get away from me! Guckt euch mal bitte die Unterschiede der Größe der Oberweiten an. Das ist eine Oberweite. Gottes Willen. Oh, did you need something? Ich brauche etwas Spezielles, ja? Ach, egal, dann nicht. Mensch. Sie kann ich anheuern und sie hat auch riesen Dinger. What the fuck? Think you can go blade to blade with me? You'd be dead in 6 seconds. Good. Chat time's over. Sehr freundlich. Ulfred, patron of the great clan Battleborn. Yes, Mom? Just one more thing the Grey Manes want to blame on others. It's not my fault they turned their backs on the Empire, or their mule of a son raised arms against it. And yet, they want to heap the fault on my family's good name? Bah! Sehr gut. Ey, Scouter, Skürüm! Moin! Der Scouter ist wieder da. Oh, oh. So, ich muss mal eben kurz was am Handy schreiben. So, jetzt freut sich jemand. Wie du siehst unten, ja, ich habe am Anfang das einmal erklärt. Ich musste letztens Geld ausgeben vom PayPal-Gate, um Geld, um Essen zu kaufen und meine Eltern besuchen zu können für Spritgeld. Und dann habe ich jetzt das restliche Geld jetzt für einen Arcade-Stick, den habe ich mir jetzt bestellt. Nur damit du dich nicht wunderst, warum ich mir noch keine Kamera gekauft habe. Wollte ich nur mal gesagt haben. So. Uncivilized pelt-wearing axe draggers. It's a wonder they don't still live in a cave like those ancestors they keep boasting about. It's true, Vignar Greymane and his lot are one of Whiterun's oldest and, depending on who you ask, most respected clans. I don't dispute that. But it's one thing to take pride in your lineage, and another to cling blindly to the past. What they call honor and tradition, I call ignorance. Ja, so ist das halt manchmal. Ich liebe solche Clans, die sich gegenseitig streiten untereinander. Alles klar, Langweiler. Ich fühle mich so böse dabei. Schönen Abend noch, ne? Danke fürs dabei gewesen sein. So, warum die Fehde überhaupt? Money, you laggard. What else? It always comes down to coin. Überraschung. The Greymanes have deep roots in Whiterun. But so do we. Difference is, we're rich. And Vignar hates it. Oh, and they hate it too. All their big talk of pride and honor. What have they got to show for it? Beggar's rags and stale bread. We've got the same pride, same honor, and we've got wealth. No wonder they envy us. Geld ist nicht alles, mein Freund. Typisch reiches Arschloch. You watch yourself out there. Na klar. Na, Titi? Gott, ich sehe gerade die Nippel, Hilfe. Bei ihr auch. Fällt mir das auf. You think you can take me on? Huh? And why not? I could beat anyone in this city. Barehanded. 100 gold says I knock your hide to the ground. Probieren. This is a local favorite and one of the first songs I ever learned. Ragnar the Red. Ach so, ah, okay. Okay, die Stream Records gehen bei mir in der Abo-Box unter. Hast du so viele oder was? Okay, ja, verstehe ich. Aber gut, danke fürs Verständnis. Alles klar, Niklas, dann bis morgen, ne? Okay, verprügeln wir sie mal. No weapons, no magic, no crying. Let's go. Die hat eine krasse Rüstung, die haut mir jetzt so auf die Schnauze, glaube ich. Another maggot. Somebody help! Oh Gott. Like the bite of a flea. This is a local favorite. Damn you. Okay, wie man sieht, mir fehlt ein bisschen der Stärke in den Fäusten. Und sie hat übrigens auch eine ganz krasse schwere Rüstung, das macht sie mehr Schaden als ich. You want a real fight?
Oh, ups. Ah, ich darf keine Tränke dabei nehmen. Jetzt verstehe ich es. Okay. Der Stream hängt. Oh, das ist ja doof. Auf einmal hat er voll die hübschen Augen und alles, ne? Irgendwie hat er jetzt was mit den Haaren, die nicht mehr ganz so schlimm ist. Also, sie brauche ich erstmal auch nicht in einem Kampf probieren, ehrlich gesagt. Die macht mich erstmal ziemlich nackig. Aber Lektion gelernt. Na, hübsche Dame? Isolda, das ist die vom Markt, genau. Ist mein Chat, ist mein Stream noch da? Ja, ist noch da. Ach ja, stimmt, ja, die will ja Händlerin werden groß, ja. Before my Ma and Da passed, I told them that one day I'd become the best trader in Skyrim. I met one of the caravan leaders, Madron. He said he'd help me get started if I could bring him a mammoth's tusk. Easier said than done. Ach ja, stimmt, das muss ich ja für sie machen, genau. You do that? If you find one, I could teach you a thing or two about trading. Help you get a fair bargain in the future? Gerne, das klingt super. Guter Deal. So, haust du? Okay, na Sadia, was habt ihr denn alle für Hupen, Mensch? If it's work you're looking for, Hulda's the one to talk to. Dieses Aussehen, boah, die ist hot. Die ist wirklich hot. Dazu diese Stimme, puh. Depends. Are you thirsty, hungry, both? Vielleicht beides, Baby. Hängt mein Stream? Hängt mein Chat? Was ist hier los? Wegen mangelnder Bandbreite? War der Stream weg oder was? Hä? Alle sind alle so ruhig, keiner sagt mir was. Oha, neue Follower, Drövenzück und noch irgendwer, ich hab's übersehen, tut mir leid. Ich glaube, Pixelfan oder so stand da, ne? Ja, willkommen im Team, sag ich mal. Die letzten zwei Minuten nicht mitbekommen, das ist ja doof. Ja, ich bin halt noch kein Twitch-Partner. Da hat man ja das Problem, dass da vieles davon leider so ist, leider. Ach, bei dir war das, na gut. Stream funktioniert durchgehend. Okay, dann ist ja alles gut. Droven. Okay, Droven. Wofür heißt denn das Zück? Wofür stand denn das eins? Das interessiert mich jetzt gerade irgendwie. Ja, okay, du verkaufst eh nur so einen Kram. Lass mal das mal. Now please, no more questions. Keine Fragen mehr? Okay, okay. Darauf stehst du nicht, ne? Sie steht nicht auf Fragen. Sie will nur andere Sachen. Nein. Nein. Gibt's überhaupt noch was Tolles zum Klauen? Irgendwie nicht, ne? Wer klaut nicht gerne mit einer Fackel in der Hand? Da ist man so unauffällig. Naja. Ah, stimmt. Da oben ist dein Zimmer, genau. Geh ruhig mal raus, mein Freund. Genau. Geh mal lieber runter, ja. Er hat ein Mahl zu sich genommen. Geh weg. Ganz langsam, ganz langsam. So. Und jetzt. Ha! 14 Gold, I take it. Feine Klamotten. Schön für euch. Gold. Gold, das ist scheißegal, ob geklaut oder nicht. Das ist das Tolle dran. Umso besser. Ich hänge an der Tür fest, Hilfe! Gott. Da sind doch Sachule, die musst du haben. Schuhe? Sachule? Was? Keine Ahnung, was du meinst. Ich habe ja nur effektive 3 bis 4 Mbits und wenn da mehr als der Stream offen ist und doch ich nur mit der Mbit, einem Mbit zuckt das manchmal und hängt sich auf. Ah, okay, ja, nee, verstehe. Okay, gut. Ich glaube, wir haben erstmal alles, was wir in der. Oh ja, lehne ich da nochmal drüber, bitte. Bitte? Bitte? Could you spare a coin? Oh, Lucia. Yes? Ja, hier komm. Oh, thank you. Divines, bless your kind heart. Ah, ja dann. Gift of Charity. Ach, dafür kriege ich eine Belohnung, ist ja nett. Man musste eins bei Kotor den Vor- und Nachnamen wählen und da war Sück, der Nachname. Ah. Und wenn irgendjemand auf der Welt meinen Spielernamen Droven benutzt, nehme ich dann immer den vollständigen Namen. Den Trick kenne ich. Den alten Trick kenne ich auch noch, ja. Bei Kokolov hängt es auch stark. Okay, vielleicht ist mal wieder Twitch am Rumspinnen. Ich weiß auch nicht. Also an mir sollte es nicht liegen. It's what Brennowin said I should do. He's the only one that's been nice to me since Mama. Oh. Since she died. My aunt and uncle took over our farm and threw me out. Said I wasn't good for anything. Was für Ficker? I wound up here, but
I don't know what to do. I miss her so much. Das glaube ich sofort. Ich kann sie adoptieren? Really? Do you have a place I could live? Nein, ich habe noch keinen Ort. Oh well. Thanks anyway, I suppose. Boah, fühle ich mich jetzt schlecht. Okay, dich werde ich sowas von adoptieren, du armes kleines Mädchen. Du tust mir sowas von leid. Okay. I enjoy this work well enough, but I'm ready to retire. Ja, beug dich immer schön rüber, Fräulein. Alles super. Okay. Na gut, aber die merke ich mir, die Kleine. Sobald ich immer mal ein Zuhause habe, werde ich sie adoptieren, definitiv. Muss ich sie dann auch füttern und Essen bringen, oder wie läuft das? Taschengeld? Muss ich sie erziehen? Nee, ich hoffe nicht. Das werde ich später vielleicht in meinem eigenen Leben auch tun müssen. Das will ich nicht auch noch im Videospiel machen müssen. Und es ist eine Menge Zeit vergangen. Warum? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, ich habe nichts erledigt in der Zwischenzeit. Die Zeit vergeht so schnell. Verdammt nochmal. Dann warten wir mal wieder. Bis 9 Uhr morgens. Ne, man kann ja. Das glaube ich, ja. Ist die bessere Idee. Ich hätte jetzt zwar überall klauen können und so, aber das bringt mir noch nicht viel, weil ich noch nicht in der Diebesgilde bin. Dann macht's erst Sinn. Du musst dir Taschengeld geben, tatsächlich. Ach du Scheiße. Na, klasse. Plopp! Schon ist er da. Na, Brennan? Bist du immer betrunken? But damn if I ain't almost sober. Hey, in the Bannered Mare, there's this bottle of Argonian ale. The good stuff. Get it for me. They won't even know it's gone. Come on. Ich soll ihm was zum Saufen klauen? Nee. Then we got nothing more to talk about. Ehrlich gesagt, musst du mal vom Saufen runterkommen, mein Freund. Sure, whatever. Sure, whatever. Das wäre auch die übliche Antwort da drauf, ne? Wundert nicht. Das ist wieder die ältere Dame, genau. Ach, immer noch so. Creepy. Takuno, ich hoffe, das ist nicht wahr. Ich hoffe nicht. Wirklich? Ist das Adoptionssystem so ausgefeilt? Das war ja furchtbar. Und wie seltsam. It's a shame, isn't it? Stormcloaks, Imperials, Dragons. It's a shame, Tatsache. Let them come. Ain't no matter what I kill, let them come. I kill everything. I'm from Russia. In Russia, things kill you. So. Und sie wird wilde Tiere nach Hause bringen. Du kannst sie entweder verbieten oder erlauben, es zu behalten. What the fuck? Okay. Das klingt abgefahren. Witzig, aber auch irgendwo abgefahren. Was zieht sich hin? So. Welcome to our home. No. What's the meaning of this? Ganz ruhig. Brought into our home. Everstein, put that down. She's here to help us find Thorold. Ja. How do we know she's not spying for the Battleborn? This was foolish. Ganz ruhig, mein Freund. I can't trust anyone. Who knows what they'll do if they find me here? I can't take any more of this. No weapons, please. Let's just talk. All right, Mother. So, you're here to help? Also mit dieser riesen Waffe in der Hand wirkt er schon echt scheiß bedrohlich, oder? Da kriegt man echt Angst. Skyrim sollte einen MP-Mod haben? Nein. Dafür gibt es ESO. I know that Thorald's not dead. I just know it. The Imperials have him and are keeping him somewhere, but I don't know where. Those damned Battleborns. They know something. They're hiding it. They practically taunt us with it. They must have some sort of proof. There's gotta be something in that house of theirs. I don't dare leave the house myself, so I need your help. Okay, was für einen Beweis brauchst du denn? Anything that confirms that Thorald isn't dead, but is being held captive. I know those Battleborns have it. Woher? They'd be hiding it, of course. Klar. Wouldn't want it to get out that they've been lying this whole time. But you might be able to butter them up enough to lower their guard. Möglich? Möglich. Warum glaubt er das unbedingt, dass die da involviert sind? Ja. The Battleborns, the Emperor's biggest bootlickers here in Whiterun. Their connections to the Empire and the Legion are well known. When Thorald didn't return home, there was no question in my mind. Oui. They knew Thorald supported the Stormcloaks, knew he was gonna aid them in battle, made sure he didn't come back. Locked him up someplace to get back at my family. I'm sure of it. Verständlich.
best okay. if you didn't mention to anyone that you saw me here. Nein, nein, wir haben uns nie gesehen. Wir haben uns nie gesehen, mein Freund. Alles gut. Trotzdem, ihr seid arme Schlucker, ne? Ihr habt nichts von Wert, also euch beklauen wird wahrscheinlich unnötig sein. Ich hab so Hunger, Leute. Ich hab so Hunger. Ich glaube, ich werde mir gleich was zu essen bestellen. Oh, du bist hier. Do you have news? Did you find something? Noch nicht, aber deine Axt auf deinem Rücken sieht sowas von awesome, krass und bedrohlich gleichzeitig aus. Ich glaube, mich verstecken hier sollte... Warum bin ich hier versteckt? Ha, geil. Na dann. Scouter, alles klar, mach's gut. Danke nochmal, ne? War sehr, sehr hilfreich. Der Akastik wird in Ehren behalten. Nee, die sind nicht reich. Die Graumähen sind nicht reich. Die Battleborn, die sind doch die Reichen, dachte ich. So hatte ich es in Erinnerung. Was haben wir hier? 3 Gold. Siehst du, nichts mit reich. Nicht wirklich. Oh, mein Handy. Mach wieder blingelingeling. Dingelingeling, ding, 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 ding. Gibt's hier ein tolles, wertvolles Buch? Sieht nicht so aus. Weil nur die teuren Bücher bringen einem was bei. Leider nicht, sieht nicht so aus. Leere Kiste, na toll. Oh, sehr cool, Scouter, das höre ich doch gerne. Darauf komme ich gern zurück. Die Kamera nehme ich doch gerne. Wenn du schon so sagst. Noch folgt mir keiner hoch. 8 Gold. Ihr Mann ist der beste Spieler in Skyrim. Ja, trotzdem, das heißt nicht, dass man reich ist. Gold. Paya Volume 1. Das nehme ich mit. Nordmeat. Nee, das bringt mir nichts. Händlerklamotten. Noch mehr Gold. Warum waren das eine Halsband gerade so wertvoll? Boah, die sind einfach generell so teuer? Wow. Okay. Damit kann ich leben, ehrlich gesagt. Klar, kriegst du nicht für den Preis weg. Ach ja, ich habe noch ein Cape, stimmt. Ich muss dieses Schimmern übrigens noch loswerden. Ich werde das mal checken, was ich dazu machen muss. Dazu habe ich irgendwo schon was gelesen. Dass es bei manchen Mods so einen Fehler gibt, bei denen das passiert. Und dann muss man was installieren, dann ist das weg. Da kümmere ich mich beim nächsten Mal drum. Das Cape hat doch Stil, oder? Also es hat keinen Stahl, aber es hat Stil mit E. Jau. Ich finde, das kommt gut zusammen. Ja. Wie bewegt es sich? Ja. Es gibt natürlich ein paar kleine Clipping-Fehler, ist ja normal. Es gibt ja auch noch diese tolle... Kannst du die Kette mal anziehen? Oh, jetzt kommt Faye. Jetzt kommt die Frau um die Ecke. Ja, das geht. Da. Sieht doch gut aus, oder? Ein hübsches Halskettchen. Da hast du die Halskette. Guck du dir die Halskette an. Ich guck mir auch die Halskette an. Was sonst? Schon hübsch. So. Okay. Stay out of trouble, Elf. Stay out of trouble, Elf. Oh, schön. Faye freut sich. Sehr gut, so will ich das. Ach ja, mir wurde ja gesagt, ich soll mich nicht um diese Gefährten erstmal kümmern. Erst habe ich mega auf Riften. Ich will die Diebesgilde. Ich will Sachen klauen und verkaufen können. Zieh die Eyepatch aus. Oh, ich weiß nicht. Ich finde, sie hat irgendwie Stil. Aber na gut. Na gut. Sie bleibt eine Hübsche. Damn! I'm the commander of the guard here. Ganz offensichtlich, du hast nämlich keinen Helm. My boys will keep you safe. Don't you worry. Alright, Kaius, alright. Warum seid ihr Nord auf einmal alle so schick geworden? Meine Fresse. So. Apropos, da fällt mir ein, ich muss meinen Ring mal anlegen. Dafür habe ich den ja. Der meine Dexterity erhöht, das heißt besser Pickpocken, also besser Taschendiebstahl und besser Schlösser knacken. Manche Ladezeiten sind echt mysteriös. Ich meine, das ist jetzt bloß diese eine Halle.
Nein, Coco, kein Level up. Ganz knapp. Ganz knapp kein Level up. Das hast du vorhin schon geschrieben. Amrin, genau, ist ja hier am Start. Genau. Wer bist du denn nochmal? Ain't nobody high and mighty in these halls, except in the Jarl. And don't you forget. Don't you forget. Ich liebe, dass die viele verschiedene Akzente haben und so. Voll gut gemacht. Don't you go tracking your dirty boots on my clean floor. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Hast du die Bruderschaftsquest schon mal durchgespielt? Im Let's Play, ja. Da hatte ich dunkle Bruderschaft hatte ich schon komplett durch, ja. Ich glaube, die Diebesgilde auch, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Na, Gerda? I might just be a servant among lords, but don't think for a moment I don't take my duties as seriously as the Jarl himself takes his. Ist auch so, Faye, ist auch so. Ein gut platziertes Halsband kann das Dekolleté noch deutlich mehr betonen und schicker werden lassen. Ja, das stimmt. Hast du vollkommen recht. Aber das ist der falsche Kanal wahrscheinlich dafür.